Hallo und herzlich willkommen damit mit diesem kleinen Gepolter zur Folge 318, meine lieben Freunde. Und heute wollen wir uns vornehmen, den Weihnachtsbaum abzuputzen. Dazu brauche ich ein leeres Inventar. Und das leere Inventar tun wir jetzt erstmal ausmisten, indem wir hier mal das ganze Zeug hier reintun. Ich wieder mein Mikro rausgefallen, mein Kopfhörer. Zack. So. So, 5 goldene Äpfel haben wir schon. Super. Die Pferderüstung, Sättel kommen woanders hin. Zack, zack, kommt hier noch irgendwas rein? Nein. Kommt nichts mehr rein. Gold hier oben. Zack, haben wir auch schon massenhaft. Massenhaft. Dann hier, kommt hier was rein, natürlich das Sprengpulver. Zack. Irgendwas anderes? Nee. Doch, hier, Lebern. Die Lebern kommen da rein. Oh, hier ist noch Roh. Rohes Zeug. Federn haben wir da was? Nee, aber hier unten. Nee. Fäden. Wo haben denn. Ach, die Fäden haben wir hier. Darf nicht verwechseln. Die Fäden sind hier. Aber die Fäden sind hier. Hier hinten sind Fäden. Hätten wir auch von unten machen können. Zack, jetzt haben wir noch Stöcke. Und Holz. Das kommt hier rein. Das. Oh, wir haben wenig Holz. Wenig Holz haben wir bloß noch. Das Eichenholz ist wenig da, vor allem. Ja, das geht noch da. Eichenholz ist wenig da. Müssen wir. Ja, hier ist eh wenig da. Das habe ich letztens aufgeforstet. Eichenholz. Das brauchen wir ganz dringend. Das geht flöten. Muss ich mir mal meine To-Do-Liste schreiben. Eichenholz geht flöten. Ach, die Erde brauchen wir eh. Hier haben wir da mal ein bisschen mehr mit hier. Zack. Wolle haben wir im Inventar. Wolle. Wolle. Schwarze Wolle ist das. Ja. Und das ist Lehm. Gelb gebrannt. Da, nee, hier hinten. Was ist auf der Seite? Ja, hier. Zack. Da rein. Da haben wir noch Steinen an der Sieht. Gucken wir mal rein, ob wir hier noch was Platz haben. Zack, und an der Sieht. War hier irgendwo. Hier. Dann noch die Zäune. Na, wo gehören sie rein? Ja, da gehören sie rein und die Treppenstufen auch gleich mit. Die Stöcke behalten wir mal im Inventar. Das Essen ist auch nicht schlecht, wenn man es mal im Inventar hat. Kann man immer mal ein paar Dorfbewohner noch was zuwerfen. So, ich habe die Dächer zugemacht. Ich habe die Bewohner aber oben gelassen. Da muss noch was hin. So sieht es von der anderen Seite aus. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier auch ein riesengroßes Gebäude hinten ranhänge noch. Was aber völlig abgetrennt ist von dem Rathaus, was dann hier Dings ist. Das Gericht. Das Gericht ist das dann. Im Endeffekt. Ihr wollt doch mal wissen, wie das aktuelle Lied gerade heißt, ne? Das heißt gerade, was jetzt kommt, Ära auf. Hier, nee, End of the Ära. So. Jetzt geht's los. Wollen wir schon im Bahnhof drin? Machen wir danach. Hier, fangen wir an. So, gehen die jetzt kaputt? Nö. Das ist gut. Kann man die auch mit der Hand abrupfen? Ja, kann man auch. Brauchen wir keine Werkzeuge. Da brauchen wir keine Werkzeuge, das ist gut. Das ist gut. Zack. Kommen wir da ran. Aber jetzt kommen wir ran. Übrigens, der Shader, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Das dauert Ewigkeiten.
Das dauert Ewigkeiten. Der Shader ist in der Videobeschreibung verlinkt, der nennt sich Mr. Meeps Shader. Und ich habe gerade den Ultra Shader drin. Da kommt man von unten ran, nehme ich an. Oder? Ja, müsste man rankommen. Ja, kommt man ran. Super. Und hier noch. Übrigens, den Schnee, den kann man ja mit Platten machen. Habe ich auch erstmal rausfinden müssen, wie das geht. Denn ich habe gedacht, das geht einfach mit diesen Schneebällen, aber anscheinend muss man erst die Blöcke von machen und dann kann man Platten machen. So, jetzt geht's hier dran. Ich rufe jetzt erstmal die Geschenke ab, die auf dem Boden stehen. Da wir erstmal Platz haben. Das Schild steht ja immer noch. Planbaustelle, wenn es halt Konto. Soweit ich das früher nennen. So wollte ich das früher nennen. Ganz viele Geschenke hier. Hier wollte ich eigentlich was für die einzelnen Wendsländer reinpacken. Aber da war die Zeit so stressig und da habe ich das nicht mehr geschafft. Im nächsten Jahr vielleicht. Machen wir im nächsten Jahr. Man sieht jetzt ganz genau, wenn das hier so grau wird, was die Hotbar ist und was oben drüber gesetzt ist, ne? Das ist jetzt hier geschenkt mit Deckel. Sieht man ganz genau, dass der Deckel noch da bleibt. Weil es sind ja auch Spielerköpfe. Das ist zum Beispiel ein einzelner Kopf. Da ist kein Deckel oben drauf gewesen. Ich bin voll. Bin gleich wieder da. So. Mal gucken. Ich glaube, ein Geschenk habe ich noch in den Truhen jeweils gelassen. Glaube ich zu wissen. Zack, zack, zack. So, Geschenke rot. Das betrifft ja dieses. Dieses. Ne, dieses nicht. Bad Present. Okay, dieses. Blue Present, Kopf. Oh. Oh. Okay. Das ist ja so ein einfacher Kopf gewesen. Ich glaube, das auch. Ne. Schade. Schade, schade. Schade, 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 schade. Na, ich knall die jetzt einfach hier rein, ne? Was soll ich machen? Zack. Irgendwas? Ne. Grün und braun. Dieses, 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 dieses. Ja. Dieses und dieses auf jeden Fall. Dieses und dieses. Na, Schneekugeln und Deko. Genau, das und das. Guck mal hier. Eieiei. Na gut. Blau, da kommt die ja mit hier rein. Genau. Zack, zack. Na, schade. Hätte gedacht, die stapeln sich. Aber nun gut. Jetzt gehen wir ganz schnell runter. Nicht, dass das despawnt. Weil das sind Spinnaugen. Die bekommt man auch nicht alle Tage. Weil wir spielen ja eigentlich hier auf. Hier immer nachts schlafen. Zack, zack. Die Wolle können wir eigentlich auch abreißen. Ist hier eine Schere drin, zufälligerweise. Ne, die Truhen sind ja leer. Arg. Arg. Müssen wir es mal so abreißen. Manche sagen, dass es mit dem Schwert schneller geht, aber der hat weit gefehlt. Es geht sogar noch langsamer. Mir hat auch mal jemand gesagt, vor Ewigkeiten, da ging das auch. Man konnte ja vor Ewigkeiten noch Stöcke verzaubern, das geht heutzutage nicht mehr. Ich habe das mal hier probiert. Musste feststellen, dass es nicht funktioniert. Ich habe da mal was Lustiges gemacht, weil ich es einfach mal wissen wollte. Das kann ich euch dann mal zeigen. Da habe ich mal einen Stock verzaubert.
mit gewissen Mitteln. Bei dem Amboss geht sowas ja richtig klasse. Da brauchen wir den nicht in Verzauber. Und er geht das nämlich auch. Alles noch gut. Alles noch gut, alles noch gut, alles noch gut. Ich komme immer mal an mein Mikrofon. Das merke ich daran. Mein Mikrofon hat so eine schöne Anzeige. Da ist so ein grünes Symbol vor meines Standmikrofons. Weil ich habe ein Standmikrofon. Und das leuchtet grün auf, wenn es an ist. Da ist ein Knopfdruck und da ist das aus. Ja, da leuchtet das dann nicht mehr grün, sondern rot. Ja, wenn er keinen Strom bekommt, ist es natürlich ganz aus. So, jetzt habe ich nun manchmal, dass es kurz rot aufblinkt und so wieder grün wird. Da habe ich zum Beispiel das Problem, wenn ich im TS gehe und da tritt so ein Problem auf und ich kann dann nicht immer, wenn ich gerade aufnehme, ins TS. Ja, das ist mir zum Glück noch nicht in der Aufnahme passiert, aber was ist, wenn das mal in der Aufnahme passiert? Das ist immer so mein Hintergrundgedanke dabei. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Stroh aufgefüllt. Übrigens, wollte der Schnee auch nicht platziert werden, weil das hier Halbstufen waren. Ich musste da wirklich noch einen Block drunter setzen. Ey, das war eine Arbeit, sage ich euch. Da muss ich mir ganz genau merken, unter welchen 3x3er ich ja schon das Zeug gesetzt habe. Hier ist jetzt natürlich noch mehr. Ne? Die Schenke sind jetzt weg. Hier kommt wahrscheinlich auch noch ein Marktstand hin. Und die Zäune stehen ja hier nur, weil die Schneemänner sonst hier reingelaufen werden. So, was mir im Hinterkopfgedanken übelst dämlich ist, die Schneemänner zu setzen, weil die haben das eh nicht beweist. Ja, zack. So, fangen wir mal an von unten. Kommen ja wahrscheinlich auch manche dran. So viele werden es nicht sein, so viele verschiedene. Das Inventar, das Inventar könnte schon fast voll werden. Ein paar Farben sind es schon. Das war eine Sache, das hier hoch zu bugsieren. Was soll ich mal was sagen? Guck mal, das Ding merkt sich ja, wenn man hochspringt. Ging doch schneller, ne? Ging doch viel schneller. Ging doch viel schneller. So, haben wir wieder den Fackel. Das ist ein Fackelproblem hier. Tue ich das mal hier oben raussetzen. Haben wir noch irgendwas? Da ist noch einer. Damit sie noch einen rausgehen, da ist hier auch noch einer. Zack. Da. Das ist nicht gut. Zack. So viel Erde haben wir gar nicht mitgenommen. Hier runter ist hier noch irgendwas an der Seite. Hier ist noch was. Kommen wir da ran. Es soll, also zumindest laut meiner Vorhersage, könnte es Anfang des Jahres schneien. Und diese Vorhersage ist, muss ich jetzt sagen, ist ziemlich genau. Zumindest für meinen Ort ist sie ziemlich genau. Und ich habe aber eingegeben, weil die ist auch für jeden anderen Ort, den ich dort eingebe, also jetzt in der Mitte, nicht, dass das Wasser weggeht, ist sie ziemlich genau. Das bedeutet, ich gebe da jetzt zum Beispiel hier Berlin-Kreuzberg ein. Ne? Und da listet mir das Radar dann auch von Berlin-Kreuzberg.
Hola. Und dieses Radar zeigt mir dann an, was sich da abspielt im Wettergeschehen in den letzten 24 Stunden und eine kleine Vorhersage in den nächsten 24 Stunden. Dann ist da noch dabei, dass man da, wenn ich hier was vergesse hier oben, ne? Das ist bestimmt fatal. Ich gehe gezielt immer ringsrum. Wenn ich das hier schon sehe, wie viel? Ja, ich weiß. Es sollte schön aussehen und es sah auch schön aus. Genau, und da habe ich dann noch so eine Vorhersage, wo eben die Höchstwerte stehen, die Tiefstwerte, die Lage des Wetters. Im 4-Stunden-Takt, aller 4 Stunden sozusagen. Ne, nicht aller 4 Stunden, aller 4? 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24, ja, kommt hin. Was? Eieiei. Zack, zack. Hier kommt noch hier leicht hoch. Hoppla. Wenn wir uns nicht so dropsig anstellen. Hier ist noch einer. Ist eine Orange, also ich finde die Kugeln schon richtig schön modelliert. Muss ich ja mal sagen. Hier hängt noch einer. Hoffentlich bekommen wir den jetzt auch. Ah, leider nicht. Autsch. Ihr seht, ich habe auch fast 50 Level. Ich habe schon mal wieder was verzaubert. Ich hatte 52. Da, ja. Bin ich aus Versehen drauf gekommen. Ich wollte eigentlich warten, bis ich aufnehme. Aber das ist dann wohl nichts geworden. Den Stern oben haben mit Behutsamkeit habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mitgenommen. Muss da mal meine Behutsamkeits Gedingens mitnehmen. Hier hängt auch noch was Rotes. Bringe in meine Richtung. Ja. Zack. Und hier drüben ist auch noch was. Hier oben auch, ne? Habe ich jetzt alles nicht beachtet. Gibt's ja nicht. Da denkt man immer, der Schnee federt ein bisschen ab. Ein bisschen schon, ja. Aber das ist auch nicht ausschlaggebend. Wenn ich jetzt hier so mich hochhangel. Irgendwie habe ich doch diesen Baum auch gebaut. Muss ich doch irgendwie hochkommen. Ah! Autsch. Mach ich das mal hier. Vielleicht komme ich von der anderen Seite. Irgendwie dorthin. Zack, jetzt geht's erstmal wieder runter. Bloß nicht ganz runterfallen hier. Zack. Fangen wir hier von oben an. Ich glaube, dafür kann man auch mal ein bisschen überziehen. Sieht bestimmt schön aus, wenn hier der Hafen steht und alles voll mit riesen fetten Speichergebäuden steht. Also so Hafengebäuden. Ich weiß auch nicht, ob ich die aus Backstein mache oder aus einfach gebrannten Lehm. Das steht noch nicht fest. Aber mit den Kommentaren, die ihr mir schreibt, kann ich da vielleicht ein bisschen mehr mir ein Bild draus machen, was ihr denn gern mögt. So, jetzt reicht's mir. Erde. Wozu habe ich sie denn mit hochgenommen hier? Das ist auch nicht schlimm, wenn da eins flöten geht. Eine Erde. So. Zack. Ich gucke aber mal nach oben und unten. Jetzt müsste irgendwo hier der kommen, den ich nicht abbauen konnte. Wenn ich jetzt hier runterspringe.
Ja, ich muss da runter. Warte mal, ich nehme noch. Ich nehme vorher die ja mit. Ich glaube nicht, dass das jetzt so lang. Warte mal. Wenn ich mich hier hinstelle, könnte ich ihn vielleicht bekommen. Nee, auch nicht. Okay. Dann hier oben, da ist auch noch was. Aber da komme ich dann auch nur mit Erde hin. Ist noch ein grüner. Da sind noch mehrere. Eieiei. Noch ist Winter, meine lieben Freunde. Viele sagen ja immer, Weihnachten vorbei, Schnee weg. Nee, meine Freunde, so einfach kriegt er mich da nicht rum. Weil, wenn man bedenkt, eine Jahreszeit geht 3 Monate. Der Winteranfang ist am 21. Dezember. 24. ist Weihnachten. So, wenn am 24. Weihnachten ist, könnt ihr nicht am 27. sagen, so, Weihnachten vorbei, Schnee kann wieder weg. Oder wenn noch kein Schnee gefallen ist, dann Schnee braucht nicht mehr kommen. Solche Aussagen, die sind unwidrig. Das sind Leute, die das sagen, die sich keine Gedanken über die Jahreszeiten machen, beziehungsweise über den Jahreszeitenwechsel. Und die da einfach nicht so die Ahnung davon haben oder gerade nicht drüber nachgedacht haben. Jetzt auch nicht im Negativen. Manche mögen eben den Winter nicht, das ist völlig berechtigt. Und die sagen, Weihnachten gut, da kann ich Schnee verkraften. Autsch. 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 Autsch, 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 das tat weh, das tat weh, das tat weh, oh, das tat weh. Wieder nach oben. Wieder nach oben. Sind die Gäste denn schon da? Mal kurz Tab drücken. Ja, einer ist schon da. Einer ist schon da, ein Gast. Ich habe nämlich heute eine kleine Aufnahme. Aber das seht ihr im späteren Verlauf. Wie komme ich denn jetzt hier hoch am besten, schlechtesten? So. Am besten ich stack mich mal ganz kurz hoch. Dahin nehme ich. Ah, bitte, bitte, bitte. Ah, jetzt bin ich auch noch abgestürzt. Aber das macht nichts. Hier kann man ja einfach so hochgehen. Das habe ich extra so gemacht. Zack. Und hier habe ich auch so einen Pöter gemacht. So ist es jetzt gerade. Zeit eigentlich zum Aufnahme beenden. Schöne Musik. Aber ich putze noch den Baum schnell ab und dann geht's ab. Das kann ich euch aber sagen. Aber wenn ich erst den, dann komme ich auch mal da hoch. Zack. Ja, kann ich nicht hochspringen hier, ne? Wenn ich den da mache und dann den. Ah, jetzt geht's. Kann ich den da oben auch mitnehmen? Den Stern, den muss ich dann mal einen späteren Zeitpunkt entfernen. Hier drüben habe ich schon. Zack. 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 Und zack. Zack. Schön, wie die alle zu mir kommen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt fährt er runter. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh nein. Was ist das? Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gecallt und jetzt geht's wieder schief. Es ist doch immer so, oder? Ist doch eigentlich immer so. Wenn man nicht dran denkt hier, wie jetzt gerade. Dann geht's wieder. Jetzt haben wir das gesagt und jetzt fällt es gleich wieder runter. Nee, jetzt nicht. Aber jetzt. Genau. Schade. Schade Schokolade. Ich baue die Erde jetzt erstmal wieder ab. Autsch. Die Erde baue ich auch am besten ab. Autsch. Was machst du denn hier? Ja, meine lieben Freunde. Baum ist erstmal abgeputzt. Das kann ich erstmal dran lassen.
gucken, ob ich hier nichts vergessen habe, ob irgendwo noch was rumhängt. Habe ich noch was vergessen? Auf der Seite schaut es gut aus. Auf der Seite. Da oben ist noch was Gelbes und da ist noch was Grünes. Das sind zwei Stück und unten dran hängen auch noch welche. Und da war noch... Schwebt da nicht gerade noch irgendwas? Da. Ja, da ist auch noch einer. Aber den kann ich, glaube ich, verkraften. Ich schaff's schnell ins Lager. Wie viel ist geworden? Ja, einiges. Einiges für den Goldenen natürlich am meisten, weil die ganz oben dran hängen. Und da beende ich jetzt einfach mal die Folge und sage, bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde. Das Bahnhofsgebäude zeige ich auf jeden Fall noch. Und ja, ciao, ciao.